Bei einem Zugunglück im Mülheimer Stadtteil Dietesheim sind in der vergangenen Nacht 3 Menschen ums Leben gekommen. Also heute Nacht gegen 1 Uhr ist ein Regionalexpress auf eine Baumaschine, die sich im Gleisbereich befunden hat, aufgefahren. Die beiden Fahrzeuge haben sich ineinander verkeilt. Hier ist es tragischerweise zu 3 Todesfällen gekommen. Insgesamt sind bei den Fahrgästen noch 13 Verletzte gewesen, 7 schwer, 6 leicht Verletzte, die allerdings alle schon in umliegende Krankenhäuser zur ärztlichen Versorgung gebracht worden sind. Wie es zu dem Unfall gekommen ist und warum der Bagger auf dieser Strecke war, wir gehen davon aus, dass Bauarbeiten durchgeführt werden sollten, ist derzeit Stand unserer Ermittlungsarbeit. Da die noch nicht abgeschlossen ist, kann ich da noch kein Ergebnis zu präsentieren. Die Bahnstrecke zwischen Offenbach und Hanau ist derzeit gesperrt. Pendler im Rhein-Main-Gebiet müssen den ganzen Tag über mit Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr rechnen. Die Bahnstrecke wird voraussichtlich den ganzen Tag gesperrt sein. Es wird da auch logischerweise zu Verspätungen im Bahnverkehr kommen, da die Züge entsprechend umgeleitet werden müssen. Mit einem Spezialkran soll der Bagger und der Waggon voneinander getrennt werden und aus dem Gleisbereich entfernt werden. Das wird auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass wir nicht davon ausgehen, dass heute nochmal hier Zugverkehr stattfinden wird.